Ja, wir sind wieder zurück zu Minnekraft. Ise ist immer noch nicht da, weil ich weiß auch nicht warum. Der antwortet irgendwie wieder nicht. Was wollte ich denn eigentlich machen? Ich wollte mal die andere Station, glaube ich, besser bauen. Nachdem ich ja aber erstmal ein bisschen Zeug ablege, weil ich habe wieder sehr. Alter! Zündet der mich einfach wieder an? Gehen Sie weg! Kam der denn her, sag mal? Habe ich ja gar nicht gesehen. Das ist unfassbar. Was wollte ich? Na, genau, hier Beton habe ich und alles. Dann will ich doch mal die andere Station ein wenig updaten. Habe ich denn das Minecart oder ist das hier am Bahnhof wieder gelagert oder habe ich das ganz woanders? Ne, hier ist es sogar. Dann will ich da doch mal hinfahren, weil wenn wir schon die Bahnstrecke haben, dann nutze ich die ja auch. Und sage nicht einfach, ich reite jetzt dahin oder so. Ja, was machen wir denn hier eigentlich? Ich würde sagen, wir reißen hier einfach mal das raus und schauen dann, dass wir das einerseits mal größer bauen, den Bahnsteig, weil der natürlich nicht meinen Anforderungen genügt. Ja, wie mache ich das denn hier? Ich würde sagen, wir reißen das weg und machen dann hier einfach den Eingang dazu. Machen wir hier quasi an der Seite hin. Und machen dann da hinten quasi das Gelände. Ja, was gibt's denn eigentlich zu erzählen? Sag mal, weiß ich gar nicht. Es ist doch jetzt demnächst, ist doch die Minecon, wo dann ganz viel Neues für die neuen Versionen von Minecraft irgendwie vorgestellt wird. Da kann man mal gespannt sein, was da rauskommen wird. Auf der Minecon wird ja wieder, abgestimmt darüber, welches Biom als nächstes geupdatet wird. Da kann man mal gespannt sein. Ich glaube, da waren irgendwie als Auswahl, was waren das? Der Sumpf war möglich, dass der geupdatet wird. Es war möglich, dass diese Tafelberge geupdatet werden. Und ich glaube, Berge, ganz normal, waren auch zur Auswahl. Da kann man auf jeden Fall mal gespannt sein, was da rauskommen wird. So, ich habe ja hier jetzt ganz viel Baumstämme. Da kann ich hier einfach ein bisschen Holz machen raus. Wo wir dann sehen werden, welches Bio, also ich update, auch wenn ich ja hoffe, dass immer noch die Sachen aus der letzten Abstimmung, die es da letztes Jahr gab, dass die mal gemacht werden. Also das, was waren das? Savanne und Wüste, dass da ein Update kommen wird, das so ist, wie es da angekündigt wurde. Aber ich weiß nicht, wie sie das regeln wollen, wenn sie jetzt immer wieder neue Versionen ankündigen und dann nicht das machen, was sie zuerst angekündigt haben. Da muss man sich doch fragen, wie soll das dann werden am Ende? So, fort mit dir, fort mit dir. Bambuswald, ne? Wenn es möglich wäre, würde ich ja jetzt das ganze Ding aus Bambus bauen, aber das geht ja nicht. Bambus ist ja nach wie vor nicht dazu fähig, dass man es in Blöcke quasi macht. Hier baue ich jetzt einfach mal das so ein bisschen zu, dann da einfach mal den Sand weg. Den brauchen wir ja wahrscheinlich eh für irgendwas anderes wieder, den Sand. Wo ich noch nicht weiß, wofür wir ihn brauchen werden, aber wir werden ihn auf jeden Fall brauchen, das sage ich euch jetzt schon. Weil Sand kann man immer gebrauchen. So, das mache ich einfach mal zu. Dann fehlen mir zwar immer noch ein paar Zäune. Aber darum kümmere ich mich dann später. Erstmal mache ich hier das so ein bisschen raus. Damit das, das muss ich jetzt hier wieder ein bisschen terraformen, dass es auch natürlich aussieht halbwegs. Dann geht es vielleicht hier einfach nach, so, nachdem es so ein bisschen ausgebuchtet ist hier, geht es nochmal zurück. Geht dann hier. Hier sieht das auch noch nicht natürlich aus. Aber jetzt sieht es, denke ich, halbwegs normal wieder aus. Wo man sagen kann, das ist schon irgendwo wieder natürlich, was du da gebaut hast, Junge. Habe ich hier eine Werkbank irgendwo, sag mal, oder haben wir sowas nicht? Ich sehe jetzt erstmal keine. Aber hier vielleicht. Nee, hier haben wir auch keine Werkbank. Da muss ich mir doch tatsächlich eine bauen, ne? Damit wir hier hinten mal eine haben. Da. Ja, ich kann mir. Mache ich mir mal einen Haufen Stickies. Brauche ich im Zweifel mehr als gar nichts zu haben. Habe ich schon Zäunsche und habe keinen Platz, um diese Zäunsche irgendwo hinzupacken. Dann lege ich mich jetzt aber erstmal knacken, weil dann ist es zumindest nicht Nacht. Achso, das kann ich ja nicht aufheben, solange ich die Zäune habe. Weil ich ja mit Bambus zugeklatscht bin, wie sonst was. Ach so, ich sollte hier vielleicht mal die Treppe auch hinsetzen. Das wäre vielleicht nicht so schlecht. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 haben wir jetzt hier.
Heißt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da ist die Mitte. So. Dann brauche ich aber immer noch ein paar Zäunsche mehr. Ah, dieser Bambus, ne? Spammt mir mein ganzes Inventar zu. Und dabei braucht man ihn für so gut wie nischt. Aber DK wollte ja an solche unwichtigen Details nicht denken. Ich muss echt mal irgendwo irgendetwas finden, was ich mit diesem ganzen Bambus hier anstelle. Aber DK musste ja nur investieren, wie er sagte. So, da? Nein, nicht da, sondern da. Ich mache mir, glaube ich, einmal mal eine Kiste, die hier hinkommt, wo ich dann wichtige Dinge reintun kann. Also im Sinne von DKs Bambus. Bambus da rein, noch mehr Bambus da rein. Und dann haben wir, glaube ich, da hinten noch Bambus. Den packe ich dann auch mal da rein. Das Zeug ist halt wirklich für nichts zu gebrauchen. Außer, dass man halt Gerüste daraus macht. Aber so viele Gerüste brauchen wir im Leben nicht. So, was brauche ich denn jetzt noch? Ich brauche, glaube ich, nur für den Bahnhof mehr Holz. Aber Holz habe ich dabei. So, hier nämlich ruppen wir jetzt einfach mal alles raus und packen da stattdessen Holz rein. So, dann packen wir doch hier mal ein paar Schienen wieder hin. Die kommen jetzt einfach, oder zumindest so kommen sie. Nein, nicht die Schienen. Nein. So. Dann haben wir das da auf der Seite geregelt. Hier auf der Seite haben wir es noch nicht. Aber da ist es bisher auch immer ohne ausgekommen. Und dann verlege ich das ganze Ding nochmal ein bisschen weiter in die andere Richtung. Damit das auch wieder symmetrisch alles ist. So, bedeutet da und da kann man am Fundament sparen. Da aber nicht. Kommt dann einfach mal Erde rein. Hätte ich eigentlich auch bei Holz lassen können. Weil Holz ist eigentlich jetzt nicht so wertvoll, dass man sagen würde, oh, wenn ich da jetzt Holz verschwende, dann war's das. Aber egal. Ich muss jetzt jedenfalls daran und pack hier auch mal Erde rein. So, RD. Dann Holz wieder drauf. Da kommt das hin. Auf der anderen Seite kommt da jetzt das hin. Und dann kommt das so und das so. Und dann muss ich jetzt diese Baumstämme da wieder aufstellen. Warum bin ich eigentlich mit vollem Inventar losgegangen? Das war irgendwie keine so kluge Idee von mir. So, haben wir das auch wieder repariert. Jetzt müssen wir nur noch wieder die Beschilderung hier anbringen, damit wir... Oh, ich habe ja da vorne eine Kiste gehabt. Warum habe ich die eigentlich nicht gesehen, sag mal? Kann mir das irgendjemand erklären? So, hier haben wir ein bisschen Wasser. Wo ist aber da vorne, kann man gut reinlaufen. Dann habe ich die Betonklötze jetzt, womit ich jetzt das Ganze schön beschildern kann, das Agrargebiet. Damit auch jeder weiß, was das hier eigentlich für eine Station ist. Da einmal. Und auf der anderen Seite müssen wir das Ganze auch nochmal machen. So nämlich. Dann brauche ich jetzt nur noch Schilder und dann haben wir das ganze Jahr schon fast wieder. Also hier ist Agrargebiet. Und da haben wir auch ein Agrargebiet. Na nun, habe ich einmal Holz übersehen. Das geht ja gar nicht. Ich brauche nämlich jetzt Holz, damit ich da die restlichen Schilder anbringen kann. Damit jeder weiß, was hier eigentlich fährt. So. Dann haben wir das auch geklärt. Dann kann ich ja jetzt hier die Schilder anbringen. Und dann haben wir diesen Bahnhof auch gleich schon geupdatet. So, hier fahren auch wieder Regionalbahnen, weil wir sind hier in einer Region, nicht in einer Stadt. Hier ist ein Bahnhof. Da schreiben wir nochmal hin, dass das eine Regionalbahn ist. Auf der anderen Seite mache ich das auch gerade schon mal. So, hier ist die RB unterwegs. Das ist immer noch ein Bahnhof. Bahnhof. Und hier fahren die Linien RB1 und die Linie RB2 fährt hier auch, weil hier geht ja was ab.
So, RB1, RB2 fährt hier. Und dann haben wir hier schon den Bahnhof ausgestattet. Da müssen wir jetzt natürlich prinzipiell noch festlegen, wo die Linien eigentlich hinfahren sollen. Das weiß ich aber selbst nicht, ist das Problem. Die Linie hier soll ja irgendwie in so einen Tunnel gehen, dann unter dem Meer durch und dann auf der anderen Seite bei unserem Bauernhäusli weitergehen. Und die andere Linie geht dann hier irgendwo nach da hinten. Fährt dann aber dafür dauernd oberirdisch. Mehr habe ich mir das aber auch noch nicht durchdacht. Alter. Ich gehe einfach hier pennen wieder. Da werde ich schon wieder beschossen. Ich würde sagen, dann werde ich hier noch ein bisschen terraformen einfach, damit unser Agrargebiet auch funktionsfähig ist. Das heißt ja, du kannst nur nachts und während eines Donnerwetters schlafen. Es ist doch wohl Nacht genug. Was ist denn für das Spiel hier nicht Nacht? Kann ich jetzt? Na endlich. Eigentlich müsste ich hier die ganzen Felder eigentlich mal einen höher legen, weil alles andere ist einen höher. Dann hätten wir das nämlich auf einer Ebene. Ich glaube, das mache ich einfach. Das ist zwar irgendwo größenwahnsinnig, aber es ist mir egal. Das wird gemacht. Dann haben wir hier wirklich eine flache Agrarzone und das ist doch genau, was ich will. So, wollen wir es doch mal machen hier, dass wir hier alles terraformen, damit wir hier demnächst wirklich überall schön Getreide anbauen können. Ich weiß nicht, was gibt es noch zu erzählen? Gut, ich bin jetzt demnächst ja im Urlaub, also nächste Woche fahre ich los in Urlaub, heute nächste Woche, das heißt, ich muss hier noch vorproduzieren, wirklich die nächsten Folgen. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt mache, weil jetzt halt nichts zu besprechen ist, solange Ehe nicht da ist. Ich glaube, da warte ich einfach, bis Ehe da ist und dann mache ich, nehme ich da noch die zwei Folgen oder so, die ich dann brauche, weil ich brauche eine für den nächsten Sonntag, wo ich losfahre und dann bin ich am Sonntag darauf, bin ich noch im Urlaub. Der Sonntag darauf wiederum bin ich dann nicht mehr im Urlaub. Das heißt, da muss ich dann eigentlich nicht mehr vorproduzieren, aber vielleicht mache ich es trotzdem. Und deshalb werdet ihr dann mit euch mit dem Vergangenheitsbrick, also von mir aus gesehen auch der Zukunftsbrick, mit dem müsst ihr euch auseinandersetzen. Auch wenn das ja, auch wenn er ziemlich blöd ist, der Vergangenheitsbrick, weil der weiß ja nie irgendwas, was gerade aktuell ist. Aber das kennen wir ja schon. Ich muss hier diese Schneise auch mal irgendwann weiterbauen, damit die Bahn dann darüber hinausfahren kann, weil da hinten gibt es, glaube ich, irgendwelche Dörfer, die man dann anbinden kann. Hier prinzipiell sollte ja auch irgendwo der Kölner Dom hin, der, ich weiß nicht, ob der da eine eigene Station bekommt oder ob der da einfach hier mit dem Agrargebiet, mit der Station sich begnügen muss. Ja. Vielleicht bauen wir ihn auch gar nicht dahin, sondern irgendwo anders, wo mehr Platz ist. Das weiß ich alles nicht, weil hier brauchen wir ja irgendwo das Gebiet, damit wir hier anbauen können, wie sonst was. Damit wir unsere ganzen Tiere ernähren können. Das ist ja ein nobles Ziel, was man auf jeden Fall verfolgen muss. Es wäre ja schön, wenn sie endlich mal neue Getreidesorten einfügen würden. Gut, prinzipiell könnten wir uns jetzt auf die Suche machen nach Beerenbüschen. Da hätten wir die zumindest als Getreide noch hier verfügbar, aber das ist ja auch nur bedingt sind, weil Beerenbüsche sind einfach total sinnlos. Das Einzige, was man mit Beeren machen kann, ist, dass man sie halt für sehr wenig Keulen essen kann oder dass man damit Füchse zähmen kann. Und da wir hier in der Gegend keine Füchse haben, müssten wir das sowieso irgendwo machen, wo schon Beerenbüsche wachsen, wo dann auch Füchse spawnen. Ja, aber ansonsten kann man halt aus Beeren, man kann aus denen nichts craften, soweit ich weiß. Das ist irgendwie ein bisschen nicht so toll. Da habe ich ja in meinem Mod, in meinem Essensmod, da bin ich ja noch am Arbeiten, da habe ich gemacht, dass man aus Beerenbüschen zumindest Beerenmarmelade machen kann. Vielleicht mache ich auch noch Beereneis. Es gibt in dem Mod ja auch zusätzlich zu diesen süßen Beeren, die halt aus Minecraft kommen, gibt es dann ja auch da Brombeeren und Himbeeren. Die, aus denen kann man dann auch Marmeladen machen, wo ich dann machen will, dass man die auf Brote schmieren kann. Was aktuell, da muss ich noch rausfinden, wie ich das machen kann, weil ich muss immer noch rausfinden, wie das mit den belegbaren Pizzen, wie ich das wieder regeln kann. Das hatte ich ja in der 1.7er Version gehabt, aber seitdem hat sich Minecraft Modding so stark geändert, dass ich nicht mehr weiß, wie es jetzt geht in der neuen Version. Das habe ich immer noch nicht ganz rausgefunden. Und ungefähr so will ich das halt auch machen mit den belegbaren Broten, dass man dann sagen kann, hier auf dieses Brot packe ich Marmelade oder was habe ich noch eingebaut? Nutella, also nicht Nutella, es hieß, es war ursprünglich mal Nutella für kurze Zeit in einer Version, die ich nie veröffentlicht habe in dem Sinne. Da hatte ich Nutella mehr oder weniger mal drin. Mittlerweile ist es einfach auf Nuss-Nougat-Creme verallgemeinert worden, weil es dann doch doof ist, wenn man da Markennamen drin hat. Das Einzige, was noch an Markennamen drin ist, ist Maggi, was es gibt.
Da muss ich aber auch gucken, ob ich das vielleicht einfach durch irgendwas Neutrales ersetze, weil momentan hat das, ist die Textur davon auch nur so eine Maggi-Flasche und das ist dann doch schon ein bisschen albern. Dass ich das dann vielleicht mal auf irgendwie, ich weiß nicht, auf Suppenwürze oder sowas umnenne, weil das braucht man halt, um Suppen zu craften. Wofür man alternativ auch Fleischextrakt nehmen kann, wenn man es wollte, aber für alle Leute, die nicht unbedingt Tiere schlachten wollen, damit sie ihre Suppe, gut, die können sich dann eh nur mit der Gemüsesuppe begnügen und ich weiß gar nicht, ob da das überhaupt drin ist. Für diese Leute auf jeden Fall, die können dann Maggi verwenden statt Fleischextrakt. So, die Werkbank, die kommt da aus dem Boden raus und die stelle ich dann irgendwo hier wieder hin. Hier muss irgendwo sowieso noch so ein Bauernhaus hin. Oh Gott, wie viele Bauernhäuser will ich eigentlich haben in der Welt? Mir fehlt noch eine Option, dass man Erdebau irgendwie herstellen kann. Warum hat man das nicht gemacht, dass der Komposthaufen, der ist ja momentan eigentlich nur dafür da, dass man Bone Meal kriegt, was man auch kriegt, wenn man Skelette schlachtet. Warum hat man den nicht einfach mal so gemacht, dass man da irgendwie Erde rauskriegt, wenn man da Blöcke kompostiert? Das hätte ich viel sinnvoller gefunden, weil dann hätte man so quasi eine unendliche Erdquelle gehabt. So hat man halt eine Bone Meal Quelle, eine weitere. Das ist jetzt nur wirklich bedingt sinnvoll. So, die Kiste kommt da aus dem Boden. Dann kommt die Kiste hier einfach mal da neben der Werkbank. Dann packe ich das Zeug wieder rein. Und dann habe ich fast keine Erde mehr. Da muss ich gleich welche holen gehen extra. Damit ich hier unser Agrargebiet auf eine Ebene höher verlegen kann. Das ist ja unfassbar. Achso, ich sollte vielleicht den Zug einfach nehmen, wenn ich den schon habe. Ich muss die Ecke wirklich nochmal ein bisschen überarbeiten, weil da wird man immer langsamer kurz. Das ist nicht wirklich toll. Da sind wir wieder daheim und dann kann ich doch hier mal Erde holen gehen und auch bei der Gelegenheit Sachen ablegen. Wollen wir doch mal hier durchfahren. Es wäre ja schön, wenn es immer noch, wenn es irgendwie mal eine Möglichkeit gäbe, wie man so Highspeed-Schienen bauen kann. Das ist jetzt hier in dem Let's Play nicht wirklich nicht wirklich notwendig, weil wir hier sowieso nicht so viele Ziele haben und die wir haben, liegen sowieso nebeneinander. Aber so in größeren Welten wäre es echt mal sinnvoll, wenn es irgendwie so eine Art Highspeed-Schiene quasi gäbe, dass man schnellere Minecart-Strecken bauen kann. Hier dieses Wasserloch mache ich jetzt erstmal zu. Das kann ich ja gleich wieder irgendwie hinsetzen. Ich habe ja einen Wassereimer dabei. Das werde ich ja eh wieder brauchen, wenn ich hier dann das Feld alles nach oben verlege. So, hier die Birke muss leider weichen. Das tut mir ja sehr leid für alle Leute, die diese Birke jetzt gemocht haben. Gesagt haben, diese Birke hat Tradition im Let's Play. Die darf nicht gefällt werden. Aber sie musste doch weg. Dann baue ich doch einfach mal hier Erde um das Feld herum. Damit alles hier ebenerdig ist und wir nicht mehr irgendwie gucken müssen, wie wir das alles an die Natur anpassen. Unsere Farmebene. Sondern dass wir einfach die Natur an die Farmebene anpassen. Da hinten haben wir auch noch Bambus, den ich dann mal wieder einsammeln muss. Hier Bambus kommt weg. Der Bambus ist sowieso ein bisschen im Weg dafür, dass wir hier weiter irgendwelche Felder anbauen können, auf denen wir dann wichtige Getreidesorten anpflanzen, im Sinne von Weizen und Kartoffeln und Karotten und so weiter und rote Beete prinzipiell auch. Haben wir rote Beete? Weiß ich gar nicht. Ich habe mich da jetzt nicht so mit befasst, weil rote Beete ist halt auch ziemlich sinnlos, weil aus der kann man halt nur rote Beete-Suppe machen und rote Farbe. Aber rote Farbe brauchen wir eigentlich nicht wirklich viel. Dass man da eine extra Farmmethode für hat, ich weiß nicht, ob das notwendig ist. Aber wer braucht so viel rote Farbe? Rote Beete ist halt da gewesen, die war ja ursprünglich irgendwie aus der Pocket-Edition, kam die ja mal. Da war sie irgendwie exklusiv lange Zeit. Ich weiß gar nicht, warum genau sie die da hatten. Es war irgendwas, weil irgendwie Weizen oder sowas ging nicht auf der Pocket. Ich weiß es nicht mehr genau, wie das kam, was da rote Beete exklusiv für verfügbar war. Jedenfalls haben sie dann irgendwann gesagt, ach komm, packen wir sie auch in die PC-Version rein. Es wäre ja irgendwie blöd, wenn die rote Beete da nicht verfügbar wäre und haben das dann halt so gemacht, dass die ja da jetzt da ist. Finde ich auch ganz gut, sonst hätte ich sie wahrscheinlich am Ende einfach in meinem Mod untergebracht. Das hatte ich, glaube ich, wirklich mal vor, dass ich die rote Beete in meinem Mod quasi einfüge.
bis sie dann offiziell eingefügt wurde. Dann heißt es jetzt nur noch das Feld quasi verlegen. Denn das ist aktuell ein bisschen im Weg. So, erstmal hier eine Ebene, da wo nichts drauf ist. Komm, der Bambus, der da im Feld liegt, ist mir eigentlich egal. So, haben wir eigentlich unsere Sense dabei? Weiß ich gar nicht. Ja, haben wir sogar. Ich nehme, mach hier mal eben eine Wasserquelle wieder rein, eine unendliche, damit wir sie haben. So. Einmal da rein und dann da. Und dann kann ich jetzt auch hier mit der Sense hergehen und das Feld wieder hinsetzen. Einfach damit wir hier wieder unsere Sachen anpflanzen können. Aber so ist das Feld zumindest jetzt auf einer Ebene mit dem restlichen Gebiet. Und es sitzt da nicht so komisch in der... Da ist mir einfach die Sense in der Hand zerbrochen. Das ist ja unfassbar. Also sitzt das Feld zumindest nicht mehr in so einer komischen Mulde drin, wie es das bisher tat. Einmal alles mit Karotten voll machen. Huch, da habe ich einfach nicht... Ach so, weil das hier viel zu weit ist. Das war ja zu viel des Guten, was ich da gebaut habe. Das ist ja unfassbar. Da kann das Wasser natürlich auch nicht hinreichen. So, Karotten sind auf dem Stapel leer, aber ich habe noch über einen Stapel dabei. Es ist erstaunlich, wie schnell die Karotten hier voll werden. Wir haben fast keine Erde mehr. Da haben wir tatsächlich so gut wie unseren gesamten Vorrat aufgebraucht, um diese Ecke hier zu machen. Da muss ich tatsächlich irgendwo Erde farmen gehen demnächst. Und damit haben wir tatsächlich keine Erde mehr. Dass ich diesen Tag mal erleben würde, ne? Ich war aber sowieso, jetzt ist mir eine neue Sense, aber da habe ich ja, Eisen habe ich ja, glaube ich, dabei. Ja genau, Eisen habe ich dabei. Wo habe ich die Stickies hingetan? Hatte ich da keine mehr? Naja, egal, ich mache mir einfach gerade welche. Bei Bambus haben wir ja sowieso mehr als genug. So, Sense. Sind aber auch schon wieder lange dran, deswegen würde ich fast sagen, hören wir dann gleich mal auf wieder mit der Folge. Und ich kann ja die nächste eigentlich gleich doch im Anschluss aufnehmen. Weiß ich aber nicht, ob ich das machen werde, weil ich weiß auch nicht, was ich besprechen soll. Es gibt halt gerade keine Gesprächsthemen, die jetzt hier so explizit sinnvoll wären für dieses Let's Play. Also wo man sagen würde, das muss unbedingt im Let's Play besprochen werden. So, die Karotten kommen nochmal hier einfach aufs Feld. 5 habe ich noch, aber ich habe keine Erde mehr, wo ich sie drauf pflanzen könnte. Da fliegt einfach so eine Insel in der Luft. Ja, deswegen würde ich sagen, muss ich hier doch wohl über die Erde fahren. Das machen wir, glaube ich, wirklich in der nächsten Folge. Weil sonst wird diese Folge wieder viel zu lang. Und das wollen wir auch nicht. Von daher bis zur nächsten Folge. Ciao.